Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid und mit uns zusammen eine kleine Weihnachtsandacht feiert. Wir sind sicher, Gott ist auch da. Hier bei uns in der Kirche und bei euch zu Hause oder wo auch immer ihr diese Weihnachtsandacht jetzt mit uns feiert. Und wir singen jetzt das Lied Ihr Kinderlein kommet. Singt ihr mit? Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet, in Bethlehem Stall, und seht, was in dieser hochheilige Nacht der Vater im Himmel für Freude. Ja, da ist ein Licht drin. Du denkst wahrscheinlich, eigentlich müsste da jetzt Jesus drin liegen. Jesus ist auch in so eine Krippe gelegt worden, als er geboren ist. Und Jesus ist wie ein Licht für die Welt. Er bringt Frieden und Liebe in unsere Welt und macht es in unseren Herzen ganz hell, so wie das Licht. Schön. Hören wir jetzt die Geschichte von Weihnachten? Ja. Die wird im Gottesdienst an Weihnachten immer vorgelesen aus der Bibel. Und die hören wir jetzt. Kaiser Augustus befiehlt, alle Menschen in meinem Reich sollen gezählt werden. Ihre Namen sollen in Listen aufgeschrieben werden. Jeder muss dazu in seine Heimatstadt gehen. Maria und Josef müssen nach Bethlehem gehen. Das ist die Heimatstadt von Josef. Der Weg von Nazareth nach Bethlehem ist lang und beschwerlich. Maria erwartet ein Kind. Die Reise ist anstrengend. In Bethlehem sind viele Menschen. Maria und Josef finden kein Zimmer in einer Herberge. Sie müssen in einem Stall schlafen. In der Nacht bekommt Maria ihr Kind. Es ist ein Sohn. Sie nennen ihn Jesus, wie es der Engel gesagt hat. Maria wickelt ihr Kind in Windeltücher und legt ihn in die Futterkrippe. In der Nacht sind Hirten auf dem Feld bei ihren Schafen. Plötzlich wird es ganz hell. Ein Engel kommt zu ihnen. Die Hirten erschrecken sehr. Der Engel sagt: Habt keine Angst, ich bringe euch eine gute Nachricht. Gott hat den Retter für die Menschen geschickt. Heute ist er in Bethlehem geboren worden. So könnt ihr ihn finden. Er ist ein kleines Kind, in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich sind da ganz viele Engel da und singen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Gott hat die Menschen lieb. Dann sind die Engel wieder fort. Die Hirten wollen das Kind sehen. Sie gehen schnell nach Bethlehem. Im Stall finden sie Maria und Josef
und das Kind in der Krippe. Die Engel, die mag ich besonders in der Weihnachtsgeschichte. Was ist daran besonders schön? Die sagen immer, fürchtet euch nicht. Hast du manchmal Angst? Fürchtest du dich manchmal ein bisschen? Ja, schon. Aber man soll sich ja nicht fürchten, sagt der Engel. Nun ja, so ist das auch nicht ganz gemeint. Natürlich darf man sich fürchten. Jeder hat mal Angst vor was oder macht sich Sorgen. Nur die Sorgen und die Angst sollen nicht so groß werden, dass sie uns ganz runterdrücken. Also die Hirten, die hatten ja Angst vor dem Engel. Und dann haben sie gemerkt, dass der Engel gar nicht gefährlich ist, sondern eine gute Botschaft bringt. Hast du Angst vor dem Engel? Nein, ich weiß ja, dass das ein guter Engel ist. Und was macht dir dann eher Angst oder Sorge? Manchmal, wenn ich alleine bin oder wenn es ganz viel Streit gibt. Und manchmal auch das mit dem Corona. Ja, es gibt schon Dinge, die uns manchmal Angst oder Sorge machen können. Und was machst du dann, wenn es dir so geht, dass du ein bisschen Angst hast oder es dir nicht gut geht? Dann rede ich mit jemand und erzähle das. So wie mit dir. Oder manchmal denke ich dann an die Engel. Dann habe ich auch nicht so viel Angst. An den Engel, der sagt, fürchte dich nicht? Ja, das ist nämlich gut. Die Engel sind immer da, so wie Gott auch immer da ist. Hey Linus, das hast du schön gesagt. Das ist wirklich wahr. Das kann uns helfen, auch wenn es uns nicht so gut geht. Fürchtet euch nicht, das ist eine tolle Botschaft von der Weihnachtsgeschichte. Und singen wir jetzt noch das, was die Engel gesungen haben? Das Lied, was ich so mag, mit dem Glo-ho-ho-ho-ho-ria? Jawohl, das singen wir jetzt, das kommt jetzt. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Guter Gott, die Engel in der Weihnachtsgeschichte sagen, fürchte dich nicht. Sie erinnern uns daran, dass du alle Menschen begleiten und schützen willst. Sei auch bei denen, die viel Sorgen oder Angst haben. Guter Gott, das Licht in der Weihnachtsgeschichte erinnert uns an die Hoffnung. Sei auch bei denen, die sich einsam fühlen oder nicht wissen, wie es weitergehen soll. Guter Gott, das Kind in der Krippe erinnert uns daran, dass Jesus geboren ist. Du kommst zu uns und zu allen Menschen dieser Welt und willst Frieden bringen. Sei auch bei denen, die viel Streit oder sogar Krieg erleben müssen. Guter Gott, du schenkst uns Licht und Hoffnung, Liebe und Frieden. Das wollen wir auch an andere weitergeben. Amen. Und bevor wir Gott noch um seinen Segen bitten, singen wir noch O du Fröhliche. Oh,
um seinen Segen. Herr, geh mit uns auf unseren Wegen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Licht in unseren Herzen leuchten und sei uns gnädig. Herr, lass uns verwandelt von deiner Liebe auf neuen Wegen gehen und gib uns und allen Menschen deinen Frieden. Amen. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Tschüss!